Los Angeles, März 2018. 2 Wochen zuvor. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, kleinen Let's Play, möchte ich sagen, von dem Spiel Radiant One. Ein, ja, kleines Indie-Adventure auf Steam. Wird sehr gut bewertet und auch ziemlich empfohlen von den ganzen Reviews. Das Problem ist, das Spiel gibt es nicht auf Deutsch. Und wie ihr seht, unten der ganze Text ist mal wieder auf Englisch. Ich habe mir wieder was ganz Tolles angetan. Ich werde versuchen, das Ganze zu übersetzen. Ja, das wird nicht so leicht, da ich zum Beispiel schon mal damit anfängt, dass ich keine Ahnung habe, was Lucid heißt. Ja, also der Rest ist kein Problem, aber ich weiß nicht, was Lucid ist. Und das Problem ist, ist genau das entscheidende Wort in der Mitte dieses blöden Satzes. Ist blöd. Okay, ich versuch's trotzdem mal. Wir sind, wie es aussieht, der Daniel in, wie es aussieht, unserer Wohnung. Ich habe versucht, schon seit Tagen habe ich versucht, dass ich in einen luciden Traum tauchen möchte. Wie gesagt, ich weiß nicht, was Lucid heißt, aber vielleicht ein etwas Besonderes, etwas, ich weiß nicht genau. Aber heute glaube ich, dass ich es schaffen werde. Gut. Wie gesagt, Lucid, einfach mal kurz gucken, was das heißt. Ich habe jetzt, kann jetzt gerade leider nicht gucken, deshalb, ne? Blöd. So, ich klicke mal weiter. I'm going to imagine myself playing the piano. Ich versuche mir vorzustellen, dass ich das Klavier spiele. Straining the muscles of... Achso, ich glaube, lass so die Muskeln... Ja, keine Ahnung, lass so die Muskeln knacken, das kann ich mir nicht... Nee, strenge die Muskeln an... Oder zieh die Muskeln an... von meinen 2 Fingern. It would help me to fall asleep faster. Es wird mir helfen, schneller einzuschlafen. Ich muss mich konzentrieren. Press the button in time to follow the rhythm. Was? Achso. So, dass es da drin ist. In, das ist wie der Skillcheck bei Dead by Daylight. Press on the screen to move. Okay, das klappt schon mal ganz gut. Und wir folgen dem Leuchtedingens. So merkwürdig. Ist das ein Traum oder die Realität? Kann ich mit meiner Nase und meinem Mund geschlossen atmen? Hold the button to hold your breath. Natürlich kann ich. Beziehungsweise definitiv kann ich. Jetzt muss ich meine Hände anschauen. Press the button several times to concentrate. Ich habe es geschafft. Ich habe es endlich geschafft. Lucid Dream kann bedeuten, ein Traum, in dem ich interagieren kann.
Fantastic Presents. Radiant One. Jetzt kann ich endlich tun, was auch immer ich will, jeden Tag. Dein Traum ist wahr geworden. Du hast gelernt, deine Träume zu kontrollieren. Du kannst dir alles vorstellen und es wird passieren. Du wirst went a day without entering into a lucid dream. Es gibt keinen Tag mehr, an dem du nicht in einen luciden Traum haben wirst. Increasingly unable to tell dreams from reality. Du bist vermehrt nicht in der Lage dazu, den Traum und die Realität zu unterscheiden. Die Fesseln sind wie weggeblasen, bis eines Tages den Punkt, an dem es kein Zurück gibt, überschritten hast. Von der Arbeit nach Hause kommen. Es war ein harter Tag. Alles, was ich im Moment möchte, ist so früh wie möglich schlafen zu gehen. Ah, von der Arbeit nach Hause gekommen. Dort liegt noch die Pizza von gestern. Die Küche, gut, die sieht sauber aus. Aber ja gut, wundert mich auch nicht, wenn er Pizza bestellt. Der Laptop ist auch am Start. Erstmal an den Laptop und wir haben eine neue Nachricht. Ah, es ist von Sam. Geschäft, was sonst? Ich bin überhäuft mit Dingen, die ich zu tun habe. Bis morgen. Now I feel even more tired. Jetzt fühle ich mich noch müde. Ja. Gut. Draußen ist es dunkel. Wir kommen also sehr spät von der Arbeit wieder. Jetzt haben wir hier noch. Ich habe so lange darauf gewartet, dass dieses Spiel erscheint. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, es überhaupt anzufassen. Und heute Nacht. It seems fate is just not on my side. Und heute Nacht scheint es, dass das Schicksal nicht auf meiner Seite steht. Ich bin zu müde. Ja, hier haben wir noch eine Zeitschrift. Zeitschrift. The Book About Lucid Dreams. Ja, das Buch über diese luciden Träume. Das sind Manual for Beginners, eine bescheidene Anleitung für Anfänger, also hier so Lucid Dreams for Dummies. I still keep rereading some chapters to keep reminding myself. Ich muss immer noch ein paar Kapitel noch einmal lesen, um mich nochmal richtig daran zu erinnern. Guess I've got quite a bit of experience. Ich gehe davon aus, ich habe ein bisschen Erfahrung. Under my belt from these past 2 weeks. Unter meinem Gürtel von den letzten beiden Wochen. Quite a bit of experience under my belt. Ja, das ist so, so würden wir das in Deutsch nie übersetzen, glaube ich. I don't know why, but it's easy for me to control my dreams. Ich weiß nicht wieso, aber es fällt mir wirklich leicht, meine Träume zu kontrollieren. Wobei andere monatelang trainieren müssen. Tja, dann hast du mehr Glück. Oder auch Unglück. Erstmal den Wecker stellen.
ja, Wecker ist gestellt. Es wird Zeit, in die Laken zu steigen. Nein, vorher gehen wir erstmal hier ins Bad. Denn wer will denn ins Bad gehen, ohne Zähne zu putzen und sich zu waschen? Es sieht so aus, als würde ich eine Menge schlafen. Es ist sogar mehr als üblich. Aber jeden Tag komme ich immer müder nach Hause. Mein Gesicht sieht aus, als hätte ich nicht geschlafen seit gestern. When do I need to start getting... Wann muss ich anfangen, mir Sorgen zu machen? Jo, wir putzen also keine Zähne, sondern wir gucken uns nur kurz im Spiegel an. Dann würde ich mal sagen... Schöne Pflanze übrigens. Gehen wir mal wieder nächtigen. Okay. Konzentration. Ich sehe die Taste gerade nicht, die Maustaste. Ich glaube, ihr seht die generell gar nicht. Aber... Was? So spät? Sind wir noch in der Lage, Traum von Wirklichkeit zu unterscheiden? Wer ist da? Was? Ich verstehe nicht. Wie bin ich in dieses Hotel gekommen? Ich glaube, wir sind nicht mehr in der Lage, Realität von Traum zu unterscheiden. Was passiert hier? Rote Teppiche? Also Gardinen? Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Okay, ja, wie ich gesagt habe, ich glaube, wir sind nicht mehr in der Lage. Wir haben diesen Punkt, den Punkt, an dem es kein Zurück gibt, überschritten. Und sind nicht mehr in der Lage zu wissen, wann wir schlafen oder wann nicht. Gehen wir mal einfach hier rein. Ein neuer Gang. Was zur Hölle? Oh mein Gott, da... Ja gut, ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Aber wir rennen, was das Zeug hält. Ab durch die Tür. Ja, hallo? Okay. Ja, das war professionell. Wenn man die Maus dort nicht hat, dann ist das echt ein bisschen fies. So. Ich konnte gerade nichts drücken. Das war nicht meine Schuld. Okay. Boah, es war so gewollt. Meine Hand. Sie blutet. Ich glaube, ich habe ein paar Verbände im Bad. Und meine Frage, wo kommt denn das ganze Junkfood daher, was auf dem Couchtisch liegt? Okay. Unser Körper ist auch nicht mehr in der Lage, Traum von Realität zu unterscheiden. Deine Wunde war real. Du verstehst wirklich nicht, was hier passiert. Dein Kopf explodiert. Mit so vielen Fragen, durch so viele Fragen, die du hast, wo du keine Antwort darauf hast. Ja, sonst wären sie auch nicht in meinem Kopf, Digga. aber da ist ein Ding, das dir wirklich Sorgen macht. When you get to bed next time, wenn du das nächste Mal ins Bett gehst, wird dieses Ding wiederkommen? Und wenn es kommt, wie hoch sind deine Chancen zu entkommen?